Melanie Diehl und ich komme aus der Nähe von Hamburg. Wir kommen von Emmerich am Niederrhein. Baden-Württemberg, Nähe Bodensee. Jürgen Fibiger aus Cottbus. Meier Martin aus Bochum. Ich komme aus Berlin und mein Name ist Thomas Mallau. Monika Langwald. Sie kommen aus? Essen. Ich komme aus Essen. Bärbel Schürstedt aus Hittenhausen, das ist in der Nähe von Bielefeld. Mein Name ist Vera Quast, ich komme aus Göttingen. Rosel Wagner aus Herne. Ich komme aus Polen, arbeite in Paderborn und heiße Małgorzata Podniesińska. Das Interesse am 11. Symposium Lunge in Hattingen ist groß. Bereits vor der offiziellen Öffnung um 9 Uhr am 1. September 2018 ist der Parkplatz vor dem Industriemuseum Henrichshütte schon gut gefüllt. Aus ganz Deutschland und darüber hinaus kommen Besucher zum Symposium. Es ist die meistbesuchte Veranstaltung dieser Art in Deutschland und zu einer festen Institution geworden. Die Kombination aus Vorträgen und Industrieausstellung ist es, die viele Interessierte frühzeitig kommen lässt. Wie schon in den Jahren zuvor präsentieren sich in dem geräumigen Zelt an 34 Ständen verschiedenste Unternehmen und Selbsthilfeorganisationen. Die Besucher nutzen von Beginn an die Gelegenheit, sich gezielt zu informieren. Der Bedarf an Details zu neuen Trends, Techniken oder Therapien, aber auch grundsätzlichen Fragen zur COPD und Lungenemphysem ist augenscheinlich hoch. Sie sind schon am frühen Vormittag da. Was interessiert Sie hier? Ja, ich bin selber betroffen und da interessiert mich schon, ob es wieder was Neues auf dem Markt gibt, ne, an Medikamenten. Und dann schaue ich mir auch gerne nochmal zur Wiederholung die Vorträge an. Ne? Wie wichtig ist so eine Veranstaltung für Erkrankte, aber auch für Angehörige? Auf jeden Fall, für alle. Wichtig, für Angehörige auch. Ne? Denn die müssen sich ja mit uns dann beschäftigen, ne, wenn es schlimmer wird. Ne? Wir wollten uns halt eben auch informieren, wir sind das erste Mal hier, ne, um zu wissen, eben, welche Möglichkeiten sind noch vorhanden und alles auszuschöpfen, was machbar ist. Man kann ja Ärzte fragen und die hier sind, ne, die allgemein auch mit Lunge zu tun haben, ne, die einem da auch was sagen können und dass man irgendwie nur ein Stück weiterkommt. Was ist Ihre Motivation, warum sind Sie hier? Okay, ich bin jetzt das vierte Mal hier. Und bin dann interessiert zu erfahren, wie sich das eventuell entwickelt in der Medizintechnik, was es für neue Aspekte gibt in der Behandlung der COPD. Dann bin ich auch noch Chef von der Selbsthilfegruppe und versuche natürlich für die Mitglieder auch Informationen einzusammeln. Und vielleicht diesen oder jenen Aussteller zu motivieren, mal bei uns vorbeizuschauen. Warum sind Sie heute hierher gekommen? Ja, um mich allgemein zu informieren zu meiner Lungenkrankheit. Das ist zwar nicht das Thema unter der Krankheit, die ich leide, aber man kann sicher irgendwie zusätzliche Informationen bekommen. Und wie ist Ihr Eindruck? Von hier jetzt? Naja, ich habe mich gewundert, wie viele Leute hier hinkommen. Sehr viele Leute. Und ich muss sagen, bin gleich an den ersten Stand gekommen von der Firma, die mich mit Sauerstoff versorgt, die Firma Inogen. Und da konnte ich mich informieren über die Geräte, die ich jetzt nehmen will, die ich jetzt ändern will. Und ich bin froh über das Verfahren, dass ich ein anderes Verfahren nehme. Denn ich wurde vorher mit Flüssigsauerstoff versorgt und jetzt besteht die Möglichkeit, mich nur noch elektrisch zu versorgen. Ich bin hierher gekommen, weil ich gerne einen Lungenfunktionstest machen wollte, den ich auch gemacht habe und der auch sehr gut ausgefallen ist. Ich bin selbst nicht betroffen, aber meine Partnerin davon. Deswegen sind wir hier sehr interessiert. Wir waren schon mal hier und finden so eine Einrichtung und so eine Durchführung so eines Kongresses sehr, sehr gut. Sollte man verstärkt machen. Mit welchen Erwartungen kommen Sie hierher? Ich komme mit den Erwartungen, meine Partnerin zu unterstützen in dem, was sie letzten Endes erwartet und was sie auch an Therapien machen muss. Und immer wieder zu sehen, dass sie auch all das, was dann vorgeschrieben wird, durch die entsprechenden Spezialisten auch tut, ausführt. Also nicht nur liest, sondern auch macht. Um uns zu informieren über welche Möglichkeiten es noch gibt, damit sie Erleichterung hat beim Atmen, beim Leben. Kann man da wirklich so viel Informationen, praktische Informationen auch mitnehmen oder ist das alles sehr, sehr theoretisch hier? Nein, nicht theoretisch, sondern da sind Neuerungen da,
Und wir lernen da schon einiges, wie wir das besser machen können. Sie sind auf dem Symposium Lunge. Wie gefällt es Ihnen und warum sind Sie gekommen? Ja, wir sind gekommen, weil wir vor 2 Jahren zur Reha-Maßnahme in Wick auf Föhr waren und ich gesehen habe, dass der behandelnde Arzt heute bei diesem Symposium einen Vortrag gehalten hat, hat uns interessiert. Jetzt sind wir gekommen und sind angenehm überrascht. Dieses Angebot, Vielseitigkeit. Vielseitig ist eine gute Beschreibung für die Bandbreite der Informationen, die von den Unternehmen und Selbsthilfeorganisationen bereitgehalten werden. Schnell kommt man ins Gespräch. Das Interesse am Dialog ist von beiden Seiten klar zu spüren. Trotz der teilweise sehr ernsten Themen sind an diesem Samstag in Hattingen viele lachende Gesichter und Menschen mit guter Laune zu sehen. Ein großer Teil der Symposiumbesucher möchte noch vor Beginn des Vortragsprogramms in der Gebläsehalle die Ausstellung besuchen. Das Interesse an den Referaten national und international anerkannter Pneumologen ist enorm. Kurz vor der offiziellen Eröffnung durch Heike Lingemann ist in der Gebläsehalle kaum noch ein Sitzplatz frei. Sie haben eine Diagnose erhalten und die immer wiederkehrenden Atemwegsprobleme und damit verbundenen Schwierigkeiten haben nun endlich einen Namen. Für Sie als Betroffene und Angehörige ist es sehr wichtig, sich detailliert über die Erkrankung und die möglichen Therapien zu informieren. Jeder einzelne von Ihnen hat seine ganz persönliche Erkrankung und trägt einen Rucksack mit sich, einen symbolischen Rucksack, der mal schwerer und mal leichter ist. Denn was vorher gut strukturiert war, funktioniert auf einmal nicht mehr. Die Akzeptanz, die Einschränkungen, die Herausforderungen, den Alltag neu zu organisieren und Therapie und Pflege zu integrieren und die damit verbundene Überlastung muss verarbeitet werden können. Das ist nicht einfach und für viele ist es sogar ganz unmöglich. Hilfe von außen kann vieles erleichtern und die Erkenntnis, mit all den Problemen nicht allein dazustehen, macht Mut, gibt Kraft und ist eine gute Gelegenheit zur Krisenbewältigung. Je genauer Sie Ihre Krankheit kennen, umso besser kommen Sie im Alltag zurecht. Der Aphoristiker Karl-Heinz Karius hat gesagt, Lebensfreude knipst Licht an im dunkelsten Tunnel. Verlieren Sie Ihre Hoffnung nicht und freuen Sie sich über jeden kleinen Fortschritt. Das stärkt und tut gut. Im Namen des COPD Deutschland e.V. wünsche ich Ihnen einen informativen Tag und übergebe nun das Wort an Frau Professor Lang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich darf Sie heute sehr herzlich in Hattingen begrüßen und vielleicht kennt der ein oder andere mich noch aus den letzten Jahren, denn wir sind heute zum 11. Mal in Hattingen und 10 Mal immerhin war ich dabei. So wie der Moderatorin des Symposiums, Frau Professor Susanne Lang, geht es vielen Ausstellern auf dem 11. Symposium Lunge. Viele vertraute Gesichter sind hinter den Informationsständen zu sehen. Man kennt sich untereinander. Schon fast ein Klassiker sind die Informationsbroschüren der Patientenorganisation Lungenemphysem COPD Deutschland. Das Symposium ist im vollen Gange. Während in der Gebläsehalle die Referate gehalten werden, ist auch die Industrieausstellung weiterhin gut besucht. Viele Interessierte pendeln zwischen Zelt und Vortragshalle hin und her. Initiator Jens Lingemann lässt es sich nicht nehmen, am Ausstellungstag vor Ort zu sein. Er ist begehrter Gesprächspartner bei Ausstellern, Referenten und Besuchern. Am Ende des Tages werden rund 2500 Menschen zum Symposium gekommen sein. Was ist Ihre Motivation? Warum nehmen Sie die teils beschwerliche, weite Anreise auf sich? Weil ich krank bin und immer neue Informationen suche, dass man mir vielleicht doch noch helfen kann, auch auf einen besseren Stand zu kommen noch. Und wie gut klappt das hier? Sehr gut, weil die Information hier sehr weit und breit ist und war groß gefächert durch die Professoren, die aus ganz Deutschland zusammenkommen. Und das noch ehrenamtlich.
Wie ist das? Brauchen die Patienten so eine Veranstaltung? Weil das ist ja gesagt, dass es eben für Patienten ist und nicht für Ärzte unter sich. Ja, eben gerade, weil dafür zu wenig gemacht wird. Es muss weiter überhaupt verbreitet werden, wie man doch Leuten helfen kann. Und es ist schön, wenn es ist einer, der das so breit überhaupt ins Leben gerufen hat. Also ich habe vor 3 Wochen erfahren, dass ich COPD2 haben soll. Und da habe ich mich erkundigt, was es alles so gibt. Und dann bin ich auf das Symposium hier gestoßen und habe mit Herrn Lingemann telefoniert. Und nun bin ich hier. Ja, und ich finde es gut. Viele Informationen erhalten. Deshalb bin ich da. Es soll ja eine Veranstaltung für Patienten sein. Ist es das in Ihrer Wahrnehmung? Ja, das ist es auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut für Angehörige, dass die auch ein bisschen was erfahren und auch andere sehen und kennenlernen, die vielleicht schon länger erkrankt sind. Ja. Wenn Sie sagen, Sie sind schon öfter da gewesen, also was nimmt man mit? Also ich sage mir, das, was ich brauche für meinen Körper. Ich fange jetzt mit einer Maske an, wahrscheinlich, das entscheidet sich Mittwoch. Und dann habe ich hier schon mal Informationen mir auch geholt, wie ich das handhabe und wie es benutzt werde. Also das ist schon gut. Wie gefällt Ihnen das Symposium? Sehr gut, sehr interessant. Man kann gute Anregungen bekommen und vor allen Dingen die Vorträge auch sehr interessant. Und hilfreich. Jetzt ist es ja so, dass es eine Patientenveranstaltung ist, sprich die Dozenten versuchen, nicht in ihrer Medizinersprache zu reden. Klappt das? Also kriegt man da wirklich was mit? Doch, man beschäftigt sich auch, wenn man entsprechend erkrankt ist und kennt so ein bisschen auch ein paar Fachausdrücke, ein paar medizinisches. Was bringt das, hierher zu kommen? Ja, also was bringt das? Ich denke auch, wir haben neue Erfahrungen gesammelt. Also ich gebe Reha-Sport und ich habe auch Patienten, die halt eben auch COPD haben, obwohl es eigentlich eine Orthopädie-Gruppe ist. Und für mich ist es wichtig, dass ich halt eben neue Informationen bekomme, wie ich auch mit den Patienten umgehen kann oder denen irgendwelche Sachen noch näher bringen kann, die sie vielleicht noch nicht wissen. Also es ist für mich vom medizinischen Aspekt jetzt wichtig gewesen. Ist das so, dass wenn man da durchgeht, dass man denkt, ach, sowas gibt es auch? Oder ist das mehr oder weniger alles bekannt, was hier ist? Also das meiste ist bekannt, aber trotzdem, man findet dann auch immer mal wieder Sachen, die man nicht kennt. Da war jetzt so eine COPD-Erkrankung Alpha 1, hatte ich vorher noch nie gehört. Dass das erblich bedingt ist und dass das übertragen werden kann von Eltern zum Beispiel, das war mir völlig unbekannt. Das geht offenbar vielen Besuchern so. Denn ein von einem Hersteller angebotener kostenloser Test, ob COPD oder Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, erfreut sich großer Beliebtheit. Innerhalb von einer Viertelstunde kann nach Herstellerangaben die seltene Erberkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Ebenso kostenlos, aber dennoch von hohem Erkenntniswert, ist ein Besuch im LUFO-Mobil. Hier können Besucher eine Lungenfunktionsmessung durchführen lassen. Auch wenn das teilweise anstrengend ist. Und normal atmen. Weiter. Und nochmal tief Luft holen. Und feste. Weiter. Und feste Puste. Weiter. Insgesamt 10 Vorträge sind über den Tag verteilt in der Gebläsehalle zu hören. Die Themen reichen von allgemeinen Informationen zu möglichen Ursachen einer COPD über die detaillierte Beschreibung von Behandlungsmethoden bis hin zu neuesten Forschungsergebnissen und ganz konkreten Tipps für Patienten. Parallel dazu finden in separaten Räumen 6 Workshops statt. Für alle Vorträge, ob vor großem Plenum oder in den kleineren Workshops, gilt, es ist kein medizinisches Fachchinesisch zu hören, sondern die Referenten bemühen sich um allgemein verständliche Sprache. Und ich glaube, dass das Besondere ist, dass ein Patient wissen muss, was er für eine Krankheit hat. Er muss verstehen, er muss wissen, was er tun kann. Und dazu muss er ja die Möglichkeiten kennen. Und nicht jeder kann alle technischen Möglichkeiten kennen. Deswegen ist die Industrie wichtig. Und er kann so ein klein bisschen einen Ausblick nehmen auf das, was gerade aktuell in der Wissenschaft ist, durch die Referenten. Hat auch die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt. Und ich persönlich schätze das sehr, dass ich immer wieder auch mit Patienten, die ich schon jahrelang kenne, hier zusammentreffe. Unterstützt von Sponsoren werden kostenlose Serviceleistungen
wie beispielsweise die Gratisbefüllung der gängigen Flüssigsauerstoffmobilgeräte angeboten. Das Symposium ist Austauschplattform und Informationsquelle gleichermaßen. An diesem Wochenende werden in Hattingen viele Dinge vor Ort in die Hand genommen und einfach mal ausprobiert. Ebenso helfen die Spezialisten der Herstellerfirmen, medizinisches Fachpersonal der Reha-Kliniken oder Mitglieder der Selbsthilfeorganisationen, individuelle Probleme zu lösen oder eine Orientierung für das Leben mit COPD zu geben. Es ist klares Ziel der Organisatoren der Patientenveranstaltung, Betroffenen und ihren Angehörigen durch die so wichtige Aufklärung begreiflich zu machen, dass trotz einer schweren Atemwegserkrankung der Alltag bewältigt werden kann. Weitere Botschaft: Es ist möglich, wenn auch eingeschränkt, das Leben zu genießen. Diese Intention, die hinter dem Konzept des Symposiums steht, kommt bei Erstbesuchern oder Wiederholungstätern gleichermaßen gut an. Ich komme aus der Branche, arbeite als Therapeut mit Lungenpatienten und wollte mir das einfach mal anschauen, welche Informationen auch für Patienten gegeben werden. Und vielleicht hilft es mir auch in meiner Arbeit mit meinen Patienten. Ein paar interessante Sachen habe ich mir schon angehört. Geht es einfach mal noch hier rum. Wie gefällt Ihnen die Kombination aus Vorträgen und Ausstellung? Weil man hat ja eigentlich so ziemlich alles auf einen Haufen. Finde ich gut. Man kann ein bisschen sitzen und sich zwischendurch bewegen. Ne? Die Kombination. Nein, aber vielleicht dann auch die Erfahrung austauschen und das, was man vielleicht gehört hat, hier auch schon hautnah erleben. Sag ich mal, die Übungen oder Broschüren oder mit den Spezialisten zu sprechen. Alle Anbieter sind ja auch hier vorhanden, dass man die hier fragen kann. Ne? Und ich muss jetzt, habe empfohlen bekommen von meinem Lungenfacharzt, mir ein tragbares Sauerstoffgerät für die Langzeittherapie zu besorgen. Und da ist die Auswahl so groß, da muss man sich erstmal informieren. Das weiß der Arzt noch nicht mal selbst, was es alles gibt. Ich komme jetzt schon seit einigen Jahren hierher und ich komme gerne immer wieder. Und ich werde auch noch weiterkommen, solange ich das kann. Weil mehr erfahren wie hier kann man nirgends. Was macht denn die Veranstaltung aus? Weil es heißt ja, es ist eine Patientenveranstaltung, also sprich für Patienten die Vorträge und. Merkt man das? Klappt das? Das klappt, ja. Man kann mit den Referenten sprechen, kommt man ins Gespräch. Man kommt an den Ständen mit den Messeleuten ins Gespräch. Eben eine ganze Weile mit der Westfalenklinik, mit dem Chefarzt, mit der Geschäftsleitung. Sehr gutes Gespräch geführt. Das findet man woanders nicht. Wer sollte denn eigentlich alles hierher kommen? Betroffene oder auch Angehörige? Beides, Betroffene und Angehörige, weil die Angehörigen gehören einfach mit dazu. Weil die Angehörigen müssen genau das Gleiche lernen wie die Betroffenen auch. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ein Betroffener, der keine Unterstützung von den Angehörigen kriegt, der hat verloren. Also das, was es für mich ausmacht, ist also ein Vortrag heute, der explizit auf mich zugeschnitten war, den ich nicht missen möchte. Und alleine deswegen hat sich die Veranstaltung gelohnt. Beziehungsweise die Fahrt und alles, was damit zusammenhängt. Unabhängig von Informationen über Reha-Kliniken, über ja, alles, was mit der Krankheit zusammenhängt. Wie viel kann man hier mitnehmen so an Inhalten? Man kann viel mitnehmen. Also es hängt davon ab, welche Kapazität habe ich. Aber wenn ich das will, kann ich sehr viel mitnehmen. Sowohl Informationsmaterial als auch mündliche Informationen, Vorträge sowieso für zu Hause. Zur Umsetzung beim Hausarzt oder beim Lungenfacharzt im Heimatort. Also ich kann hier unglaublich viel mitnehmen, wenn ich das möchte. Sie sind nach Hattingen gekommen. Hat es sich gelohnt und wenn ja, warum? Ja, ich komme also jetzt auch schon das dritte Mal mit nach Hattingen. Und es bringt also eine ganze Menge an Informationen, wie man mit der Krankheit umgeht. Und ich denke mal, ich kann wirklich nur allen wünschen und raten, die noch nicht hier waren, dass die wirklich an dieser Veranstaltung daran teilnehmen, weil die wirklich sehr informativ ist und dass man sehr viel mitnehmen kann, auch an Informationen über weitere Verhaltensweisen, die ich also führe, oder Rehabilitationsmaßnahmen über verschiedene Kliniken, die auch gute Werbung, Reklame machen, wo also auch die Chefärzte vor Ort sind.
man kommt unmittelbar direkt mit den Leuten, mit den Problemen in Kontakt und die einen also auch irgendwo weiterhelfen können. Also ich finde das eine tolle, gelungene Veranstaltung nach wie vor. Wetter spielt heute auch alles super mit. Kann man nur beglückwünschen. Von 9 bis 17 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, sich in dem Ausstellungszelt auf dem Gelände des Hattinger Industriemuseums Henrichshütte zu informieren. Und viele nutzen auch die komplette Zeit, dies zu tun. Immer wieder kommt es zu spontanen Gesprächen, gerne auch mit den Referenten oder der Moderatorin der Veranstaltung, die alle ansprechbar sind und gerade diese Form des Austausches sehr schätzen. Denn allen Beteiligten ist klar, dass in der allgemeinen Wahrnehmung COPD und Lungenemphysem noch immer nicht ausreichend bekannt sind. Im Vergleich zu Herzveranstaltungen ist das Symposium Lunge eher klein, weiß Professor Lang, obwohl die Fallzahlen eine ganz andere Sprache sprechen. Dabei gibt es mindestens genauso viele lungenkranke Patienten wie Herzpatienten. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass man früher die COPD so in eine Schmuddelecke gestellt hat. Man hat gesagt, der hat ja selber Schuld, das sind die Raucher. Und das ist eine Krankheit, da kann man eh nichts tun. Selbst verschuldet. Aber das ist der falsche Ansatz, weil wir können sehr viel tun für die COPD. Und die Patienten können auch viel erreichen, wenn sie gemeinsam mit uns und den Fachgesellschaften auch der Politik sagen, das ist das, was wir brauchen. Nicht immer nur Medikamente, sondern wir brauchen Reha. Wir brauchen auch die richtigen Geräte, mit denen wir versorgt werden wollen. Wie stellt man Anträge? Wie kommt man mit dem allen klar? Und für Lungenkranke kommt noch dazu, dass Patienten, die unter Luftnot leiden, eigentlich sich seltener beschweren, weil sie nämlich Schwierigkeiten haben, das rüberzubringen. Ein Herzpatient ist oft aggressiver und redet ununterbrochen. Und ein Lungenpatient kann das gar nicht so. Und insofern braucht er auch die Unterstützung und er muss auch sehen in so einem Forum, dass es eben viele Patienten gibt, denen es auch schlecht geht. Aber dass eben, wie man im Bayerischen sagt, ein bisschen was geht allerweil. Also dass man sagen kann, es kann man immer noch etwas verbessern und es geht immer weiter. Daran lassen auch die Veranstalter und Initiatoren des Symposiums Lunge keine Zweifel. Der erneute Erfolg der Patientenveranstaltung ist aber dennoch Ansporn, das nächste Symposium noch besser zu machen. Wobei an einer Tradition sicherlich nicht gerüttelt wird, die Fragestunde als Abschluss. Eine Stunde lang beantworten in diesem Jahr Professor Susanne Lang, Dr. Daniela Gompelmann und Professor Christian Taube die über den Tag eingereichten Fragen der Besucher. Was machen Sie nach dieser Veranstaltung? Aufräumen und neu planen. 2019 steht bereits und ich denke, wir fangen sofort auch wieder an, das auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Gerne. Der Termin für das 12. Symposium Lunge in Hattingen steht auch schon fest. Es ist der 7. September 2019. Wie immer, ein Samstag.